tantôt libre, tantôt recherché. Also einerseits frei, einerseits fest. Und das ist genau der Punkt. Und genau das ist das, was uns interessiert. Ja, dass man wirklich fest ist und streng in der Arbeit, aber aus dieser Strenge in der Arbeit die Freiheit entsteht, in dem Weiterkommen, in dem Weitererfinden, was Freiheit überhaupt sein kann, in der Verpflichtung an die Materialität dieser Motive. Ist ja kein Didel-Dudel-Dei, irgendwie was, sondern die Materialität, die man schafft, mit der man ja, die man ja macht, von der man affiziert ist, weil die muss man ja machen, sonst kommt ja gar nichts zustande. Und zu der muss man sich verhalten, sonst kommt ja gar kein Vektor zustande, sonst ist ja nur postmodernes Anything goes, dann ist es ja eigentlich egal, was man da hinschreibt. So, das interessiert uns ja gar nicht, sondern jeder Grid und jede Figur muss einen Vektor haben. Und das kann man von Beethoven lernen. Ja, dass jetzt ein Vektor, eine Power drin ist. Und dieser Vektor ist ja genau dann jetzt in der Impro weitergeschrieben, das, was dann die Subjektivierung, die dann in der Impro ja entsteht, dass wir, während wir das machen, uns selber ja weiter transformieren, was es in der Klassik ja nicht gibt, weil man spielt das und that's it. Man spielt halt Beethoven und gibt halt diese Meinung dazu oder die und die und die Meinung, und so wird es halt gemacht. Bei uns halt nicht.